Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir machen eine neue Serie. Gestern hat ja hier unweit von unserer Homebase ein orientalischer Supermarkt aufgemacht. Verlinken wir gerade mal hier oben drin. Wie heißt der? Alfura Market. Alfura Market. Echt ein geiler Typ, super Sortiment. War gestern sein erster Tag. Kommt noch ein bisschen Metzgerei dazu und so weiter. Auf jeden Fall bin ich total in diesem Orient-Ding jetzt drin, weil ich mag das eh voll gerne. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen eine kleine Serie draus. Gestern in dem Video, was ihr gerade oben eingeblendet hattet, haben wir schon Hummus gemacht. Und heute wollte ich so ein paar Zigaretten-Börek machen. Kennt ihr doch, mit Schafskäse gefüllt und so. Gibt's mit Hackfleisch, gibt's ohne. Wir machen heute welche ohne. Und zwar habe ich mir gestern hier so einen geilen Jufka-Teig mitgenommen. Guck mal, so sieht das Zeug aus. Und ja, da wollte ich jetzt mal so ein paar von den Jungs zusammenrollen. Und ich sag's euch, ich hab's noch nie gemacht, ja, ist total geil. Aber ich weiß, wie es geht. Ich überlege mir gerade, ob wir da nicht zwei zusammenlegen. Ne? Guck mal, die sind ziemlich dünn. Wir legen mal so zwei übereinander. Ja, auf jeden Fall machen wir rein. Guck mal, hier unten Schafskäse. Dann habe ich ein bisschen Spinat mitgenommen. Das ist Tiefkühlspinat, den haben wir schön ausgedrückt, dass der nicht so flüssig ist. Ja? Da geht so ein bisschen Knoblauch rein und viel mehr wird es gar nicht. Ne? Und dazu machen wir so einen Joghurt-Dip mit ein bisschen Petersilie, einfach nur Salz dran. Das war's. Ja? Ziemlich cool. Finde ich, und wir wollen jetzt in Zukunft so ein bisschen öfter was machen. Es gibt ja 100 Sachen, weißt du, so kalte Vorspeisen und sowas. Das finde ich alles geil. Was habe ich denn für Messer in der Hand eigentlich? Alter? Wir nehmen hier mal was Vernünftiges. So kalte Vorspeisen und so geile orientalische Gerichte. Natürlich nicht unbedingt mit dem Anspruch, ein super Originalrezept zu haben, sondern ja, es geht einfach darum, dass wir das nachmachen können. Alles mit den Dingen, die man da so im Supermarkt kaufen kann und die ihr vielleicht für so eine ja, Mese, Metze, wie auch immer, auf den Tisch bringen könnt. Ne? Weil, wenn man sich das Zeug alles zusammenkauft, manchmal, ihr kennt ja so Feinkostläden, die machen da so verschiedene Dips und Oliven und so ein Zeugs. Ne? Das geht immer ganz schön ins Geld. Macht es auf, kauft da auch mal was. Aber es ist ja auch geil zu wissen, wie man es selber macht. Ne? So, ich habe hier gerade ein bisschen Knoblauch grob zusammengehackt, während wir hier rumgequatscht haben. Das ist schon super so. Ich stehe voll Spinat und Knoblauch grob gehackt. Super geil. Kommt hier rein. So, der Schafskäse ist ja in Salzlake, aber trotzdem, der Spinat, der nimmt es wieder. Da muss wieder ein bisschen Salz dran. Dann Pfeffer aus der großen. Schön grob, bisschen rein und dann kann man das natürlich, wenn man es hier so ja, ganz sexy machen will, anfangen mit der Gabel auseinander zu machen und das dann so bröselig hinzukriegen. Ich sag's euch, wie es am besten läuft. Am besten läuft es, wenn du die Hand nimmst. Ja? Dann kriegst du den Käse nämlich perfekt klein und man macht ungefähr von der Menge so 1:1 Spinat und Käse. Und dann werden die einfach hier drüben in der Pfanne, guck mal, da habe ich schon ein bisschen Fett warm werden lassen, da habe ich die drin. Und da braten wir die dann drin und dann wollen wir doch mal sehen, ob das nicht geil schmeckt. Ich nehme mir die immer mit, wenn ich bei meinem Döner hole oder so. Dann gibt es die manchmal so beim Dönermann, liegen die oben auf dem Tresen. Und ich freue mich immer und sage mir, ja, nehmen wir her so ein Ding. Ja? So, Hand schon weg. Ich nehme es jetzt mal doppelt. Was wir dann machen ist, wenn wir sie doppelt nehmen, ich habe hier so ein bisschen Wasser. Wir gehen da so ein bisschen Wasser dazwischen, dann kleben die nämlich gut aneinander. Ihr sollt die nicht taufen, ne, sondern nur so ein bisschen klebrig machen, aneinander, Spitze nach vorne. Und dann gehen wir hier vorne hin und machen auch die Spitze nass, weil die dient uns gleich als Kleber. So, dann gehen wir her, nehmen uns von dieser Füllung, die wir vorbereitet haben und packen hier was rein. Eine ordentliche Menge Käse und Spinat. So, und jetzt kommt der Trick dabei. Ich glaube, das ist das Allerschwerste. Das ist wie bei allem, was man rollt. Ihr müsst am Anfang hier die Seiten einmal rumklappen, dann hier hinten anheben und mit ein bisschen Druck und Zug hier rummachen. Und wichtig ist, dass das hier beim Rollen eingeklappt ist. Ne? Und ihr seht, da muss man vorsichtig sein. Die gehen schnell kaputt, weil das ein ganz feiner Teig ist. Ganz vorsichtig rollen und dann auf der Seite liegen lassen. Ich mache jetzt noch zwei, drei Stück und dann backen wir die aus. Okay, bis gleich.
Schau mal, so sehen die Jungs jetzt aus. Ich habe die natürlich doppelt genommen und ein bisschen dicker gefüllt. Normal sind die lange, länger und dünner. Heute nicht. Papa ist ja auch ein bisschen größer und dicker, gell? So, dann legen wir die hier ins heiße Fett. Es darf nicht zu heiß sein, weil dann verbrennen die recht zügig. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Und packt sie hier schön mit der Fläche nach unten, weißt du, wo sie hier überlappt. Ja, sehr gut. Ich habe es jetzt hier auf mittlere Stufe, in tiefem Fett. Und da lassen wir sie jetzt so ein bisschen vor sich hin backen. Insbesondere, weil die ja jetzt doppelt sind, brauchen die einen Augenblick länger. Wir wollen sie nicht so dunkel haben, deswegen ist Fetttemperatur ein bisschen runter. Einfach schön ausbacken. Wenn ihr eine Fritteuse habt, geht es natürlich auch. So, derweil machen wir uns ein bisschen Joghurt. Ich habe hier Petersilie. Das ist ja wirklich das Einfachste, was es gibt, ne? Gerade ein bisschen grob Petersilie zusammengehackt. Da könnt ihr natürlich auch alles nehmen, was ihr wollt. Wichtig ist, wenn ihr Joghurt macht, ich würde euch immer empfehlen, so einen Sahnejoghurt zu nehmen. 10%. Ja, der schmeckt einfach besser. Der hat mehr Druck. Aber ja, der 3,5er tut es auch, aber der ist auch viel dünner. Und also ich mag den 10%. Lieber einen Löffel weniger essen. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Knoblauch in den Yogi. So. Knoblauch ist gehackt. Wenn wir hier Schüsselchen, das sind gerade 3 Esslöffel oder so. Ein bisschen Joghurt da rein. Petersilie, Knoblauch dazu. Was ich habe, wenn ihr frische Minze habt, nehmt frische Minze. Ich habe hier noch so ein bisschen getrocknete Minze. Kommt ein bisschen was mit rein. Das ist ganz gut. Der Joghurt aktiviert es schon wieder. Dann ein bisschen Salz. Abschmecken kann man es immer noch. Dann Pfeffer aus der Mühle. Und dann noch eine extra Runde, weil ich großer Pfeffer-Fan bin, wie jeder weiß. Hervorragend. So, können wir mal ganz kurz in die Pfanne. Seht ihr, es brutzelt hier schön langsam. Kriegen so eine leichte Farbe. Das ist für mich das Zeichen, das ein bisschen höher zu drehen. Ich bin jetzt auf Stufe 6 von 10. Ihr müsst das bei eurem Herd selber mal auschecken zu Hause, ja? So, dann haben wir hier alles drin. Und dann rühren wir den einfach glatt. Und dann haben wir dazu schönen Joghurt-Dip mit Petersilie, ein bisschen getrockneter Minze, Knoblauch drin. Und das passt natürlich hervorragend zu diesen Jufka-Röllchen-Börek mit Schafskäse und Spinat drin. Da hast du so ein bisschen Knoblauch. Aber ja, das ist schon geil. So, und das ist ja wie gesagt eins von vielen. Wenn du so einen Vorspeisenteller machst, ne, kannst du die mit drauflegen. Super geil, hast du das. Hast du ein bisschen von dem Hummus, den wir gestern gemacht haben. Und Timmy, wir machen schon so eine Playlist dafür, oder? Ja. Wir machen so eine Playlist und wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann seht ihr, verpasst ihr auch kein neues Video mehr, wenn euch interessiert, was wir da noch so alles machen. Ne? Das würde ich euch so und so empfehlen, während wir die Dinger hier auspacken, mal ein Abo da zu lassen, mir mal einen Daumen nach oben zu geben auf jeden Fall, einen netten Kommentar zu schreiben, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft natürlich auch schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Ne? Das geht natürlich auch. Ja, und für die Hardcore-Fans oder die, die es noch werden wollen, haben wir natürlich auch Kanalmitgliedschaften im Angebot. Ne? Kanalmitgliedschaften steht unten drin in der Infobox, könnt ihr euch reinziehen. So, hier hast du gesehen, die sehen geil aus. Wir backen die fertig, machen wir gleich ein Foto und dann sehen wir uns zum Essen wieder. Bis gleich. Guck mal, die Jungs sind fertig. Ihr seht das, das blubbert innen drin. Dann sind die fertig und heiß. Geile Farbe. Dann kommen die hier kurz auf ein bisschen Küchenkrepp. Und die dürfen ruhig so ein bisschen suppig sein im Teig. Also ist ja klar, dass da so ein bisschen Fett mit drin ist, wenn das halt frittierst. Das finde ich schon ganz okay. Ich habe mir hier ein Tellerchen geholt. So, dann machen wir uns hier von dem Sahnejoghurt ein bisschen was nebendran. Komm, da schneiden wir noch so ein bisschen frische Petersilie zusammen. Hier oben drauf. Ich habe noch hier so ein paar Blättchen. Sieht immer hübsch aus und ist rustikal. So, und dann legen wir uns die Jungs direkt hier rüber. Und ich weiß genau, ihr wollt reingucken. Das ist unser Teller fürs Foto. Und hier gucken wir zusammen rein. Komm. Hi, oder? Hi! Oh, wunderbar. Käse geschmolzen. Ah, herrlich. Also, Timmy, wollen wir uns gemeinsam den Mund verbrennen? Nein. Ja? So, komm mal. Es ist viel zu heiß. Vergiss es, wir müssen kurz warten. Es ist viel zu heiß. Jetzt ist es ein bisschen abgekühlt, aber es ist immer noch schön heiß und cremig. Ich weiß, jede türkische Hausfrau wird wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Die Dinger sind viel zu dick, doppelt gerollt. Aber die sind geil, könnt ihr mir glauben, macht's nach. Rezept gibt's keins. Habt ihr gesehen? Schafskäse, Spinat. Und das war's auch schon. Ein bisschen Knoblauch und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Schauen wir das Ding jetzt rein. Oh, hä? Hm. Alter.